Eins. Heilige Scheiße, hallo! Oh, wow. Erstmal mit Dab. Ich bin. Sehr gut. Ja, ich bin auch angekommen im 21. Jahrhundert. Ich bin lit. Ich bin cool. Ich bin on fleek. Willkommen. Gut, wenn man das von sich selbst behauptet. Das ist schön. Sehr litteralisch, würde ich sagen. Schönen Abend euch allen. Nach Litter. Hamburg, Köln und Berlin aus Köln. Schöne Grüße. Grüße zurück. Was geht ab bei euch? Wir haben Gordon und Ayosha natürlich als Veteranen mittlerweile schon. Nicht also, das erste Mal dabei, aber wir haben Fabian. Das aber das letzte Mal. Deswegen, hi. Überlassen wir vielleicht das über das Vorstellen erstmal Fabian. Hi. Hi. Servus. Ich bin Fabian. Ich glaube, alle Anwesenden hier im Stream kennen mich. Also ich weiß es nicht, ich schreibe immer mit vegan ist ungesund, aber man sagte mir, das sei nur einer von euch, der mir da immer wieder antwortet. Okay. ja, ist das so eine ganz steife Vorstellungsrunde? Also muss man jetzt so auch sagen, wie alt man ist und Lieblingsfarbe? Alles. Okay, alles. Ich bin 19. Minuten, die du füllen musst. 15 Minuten? Da hätte ich meinen Namen erst mal Minute 6:35 gedroppt, um es spannender zu halten. Meine ganze Lebensgeschichte erzählen in 15 Minuten. Ja, es ist richtig langweilig. Also ich habe mal, ähnlich wie Oos, habe ich mal YouTube-Videos gemacht. Sogar auch in einem Comedy-Trio, was aber halt nicht annähernd so erfolgreich war. Also muss man auch gar nicht kennen. Und jetzt mittlerweile mache ich halt so ein bisschen Influencer-Sachen und bin auch noch viel vor der Kamera, so wie die Boys, die ich da oben sehe. Bin auch Veganer. Wir haben gerade eben festgestellt, dass, genau, hier ist er bei mir oben, dass wir hier so eine vegane Runde haben. Können wir irgendein Thema beginnen? Weil ich finde das total mies, hier nur über mich zu reden. War auch nur ein Witz. Also eigentlich hättest du dich gar nicht so lange vorstellen. Ja, das habe ich mir schon gedacht, aber ich dachte, ich tue es trotzdem. War voll süß, ja? Ich dachte, das heißt Abendessen, ich wollte was essen und das mache ich jetzt auch. Und hast du Essen sogar vorbereitet? Normalerweise, also habe ich das Gefühl, dass zwei Drittel ist auch gut von der Vierergruppe. Aber heute passt es sogar. Hätte ich das nicht machen müssen, weil ich habe mir richtig Stress gemacht, weil ich eigentlich auch gar nicht um 18 Uhr Abend esse, aber cool. Also genau, wenn möglich, dann versuchen wir schon, aber wenn nicht alle immer ihr Abendessen bereit haben, vielleicht manche später oder früher essen. Ich meine, ich habe früher echt mit der Family um 16 Uhr teilweise schon gegessen. Deswegen geht es sogar noch früher. Ja, echt? Weil halt irgendwie so, wenn mein Papa von Arbeit gekommen ist und so, und dann haben wir es halt danach gerichtet und dann vielleicht später nochmal irgendwie Obst gegessen oder so. Aber wir haben echt voll oft so um 16, 16.30 rum auch schon gegessen. Weil wenn der Baba Hunger hat, dann muss gegessen werden. Oh Mann, ich bin halt schon so ein Geburtstagding, weil ich halt in 10 Tagen Geburtstag habe, deswegen. Und es nur noch droppen, dass ich halt Geburtstag habe. Und ihr natürlich, meine Packstation-Adresse ist in der Infobox. Ihr könnt natürlich mir auch was schicken, klar, natürlich. IBAN. Was für eine Packstation, IBAN. Mein PayPal-Link unten, wenn ihr mir Geld geben wollt zum Geburtstag. Ja. Ich glaube, der Witz kommt jetzt bei Sarah an, deswegen lacht die jetzt da drüben. Immer wenn ich im Stream bin und wir gemeinsam Abendessen, dann sitzt ja meine Frau immer gegenüber, guckt dort mit Kopfhörern und lacht dann immer über alles erst so ein paar Sekunden später. Ja, Sarah, nur so zur Erklärung, falls ich mal dahin gucke. Sarah freut sich wahrscheinlich einfach nur, dass sie gerade daran erinnert wurde, wann du Geburtstag hast. Sie war so, ach, stimmt, ja, jetzt wusste ich natürlich. Das war kein Lachen, das war Entsetzen. Ich kann euch gleich in einer Minute sagen, wie ihre Reaktion darauf ist, was sie dazu sagen. Ja, und sag ihr mal, dass DHL aktuell mit Lieferschwierigkeiten hat. Also wenn sie was bestellen will, dann sollte sie vielleicht jetzt frühzeitig darüber nachdenken. Sage ich ihr, beziehungsweise hast du ihr schon gesagt. Oder schon was denn? Aber Fabian, was isst du da eigentlich? Du isst ja schon. Es würde mich einfach mal interessieren. Wow. Hast du so eine Moderationsausbildung? Ich habe das auch früher mal gelernt, wie man so Brücken schlägt. Das ist ganz schrecklich. Wo wir schon beim Thema Geburtstag sind, da gibt's ja immer viel zu essen. Fabian, was isst du denn eigentlich gerade? Immer so, wie sie es irgendwie schaffen noch. Achso, das sind, ich rede jetzt einfach, das sind Schupfnudeln. Das ist total low. Weil ich fühle mich richtig schlecht, weil ich dachte, ihr kocht wahrscheinlich immer so richtig geile Sachen. Ich versuche das mal zu zeigen. Das sind Schupfnudeln mit Mandelnuss-Tofu und so einer Pilz-Rahmen, Champignon-Rahmen. Das sieht doch voll gut aus. Was ist da? Entschuldigung. Super nice. Das sieht mega aus.
Ja, aber ich sehe immer bei euch in den Stories, also bei Veganes Ungesund in den Stories, Urs und Felix essen wahrscheinlich nur Scheiße, aber ich sehe bei Veganes Ungesund in den Stories, dass die immer richtig krasse Sachen kochen. Also von Urs weiß man, dass er 2014 mega gerne zu McDonald's gegangen ist. Oh. Digga, darf man das? Aber das ist heute nicht mehr so, oder? Oder sitzt du da und hast gerade so ein Big Mac unterm Laptop? Nee, ich habe heute, kann ich auch in der Überleitung, ich habe heute von meiner Frau gemacht, ist kein Reis, ist Risotto-Reis. Schon was anderes. Zwar auch Reis, aber ein anderer Reis. So, ich würde es nicht zu türkischer Reis zählen. Das ist ein ganz anderes Gericht. Mit Steinpilzen. Also hier Steinpilz-Risotto. Wow. Ich muss aber dazu sagen, dass ich aktuell zum Beispiel diese Quarantänezeit wirklich auch nutze, um mal ein bisschen kreativere Sachen in der Küche zu probieren, weil es ist nicht Standard bei mir, dass ich immer krass koche, aber bei mir gerade viel Zeit. Bei ihm ist es super Standard, dass er andere beauftragt, krass für ihn zu kochen. Ja. Sag mal, Felix, was hast du denn da Feines heute? Gute Überleitung. Bei mir gibt es heute, ich immer ganz klassisch, es gibt selbstgebackenes Brot mit Alsan-Butter und dazu gibt es saure Gurken. Also ich muss sagen, natürlich habe nicht ich gemacht, sondern meine bessere Hälfte. Aber weiß ich, es gab Hefe. Wir waren einkaufen und zum ersten Mal seit 3 Wochen gab es Hefe. Deswegen gab es am Freitag Pizza und heute Brot, weil anders gibt es das ja keine Chance dazu, ne? Aber ja, also ich mag Brot immer ohne Hefe, tatsächlich. Ja? Also ich auch Kiwis ohne, mit Schale. Oh, ich esse Kiwis auch mit Schale. Wer macht das noch? Warte, ich war gerade kurz. Krass. Ich habe das vor 2 Jahren herausgefunden, dass das geht. Und das hat mein Leben geändert. Ja, meins auch. Life-changing, absolut. Ich habe seitdem einen 500% gestiegenen Kiwi-Konsum. Ich glaube, ich muss es probieren. Scheiße. Die Welt ist so viel einfacher geworden, als ich einfach mal in den Kiwi reingebissen habe. Ja, schön. Same. Ich dachte schon, das ist so wie, also ist es dann so wie die Erkenntnis, wenn man Kumquats hat und dann merkt, scheiße, man kann die auch mit Schale essen. Das ist ja quasi wie kleine Orangen. Aber ich weiß nicht, ich habe das irgendwann mal entdeckt, diese Kumquats, diese Mini-Dinger, die sind einfach so fucking teuer. Dachte mir, scheiße, aber dann muss ich die halt nicht mehr schälen. Lohnt sich das Invest, dass ich dann quasi kleine Orangen essen kann, ohne zu schälen, lohnt sich das mehr dafür auszugeben? Die Antwort ist ja. Es lohnt sich, dass du einfach dann diese kleinen Kumquats einfach nur mit Schale essen kannst. Ich hoffe, ich werde es probieren, ich kann dann darüber berichten. Ich hoffe, dass Kiwi mit Schale zu essen auch ist. Ich habe tatsächlich mal so einen Baum zu Hause, so einen Kumquatsbaum. Da hängen dann die Dinger und dann kannst du. Ja, ich auch, der ist gestorben relativ schnell. Bei mir auch. Aber ich habe den geerntet, ich war echt stolz. Also die waren eigentlich schon da, als ich ihn gekauft habe. Ja. Ich habe ihn nur leer gerupft. Das war bei mir genauso. Da ist er gestorben. Ja, ich war noch teurer. 2 Monate, das ist er gestorben. Okay, also classy, wenn man irgendwas sich kauft, dann denkt man, man pflanzt es daheim an und dann kann man es einmal noch irgendwie was nehmen und dann ist tot. Also diese Lüge, daheim irgendwas anzupflanzen, so vor allem irgendwas, was sowieso nie in Deutschland wachsen würde, ist sowieso... Ja, diese Handpflanze dahinter, Felix. Ich habe das kurz gedacht... Ich habe das wirklich am Anfang für 2 Sekunden kurz gedacht und dachte, krass, ich würde es nicht bringen in einem Livestream, aber Hut ab. Das ist Zierspargel, wenn ihr es genau wissen wollt. Schade. Zierspargel. Zierspargel, der wächst sehr gut. Klar. Aber ich habe mir jetzt Blumentöpfe gekauft, die sich selbst... Ich habe es gesehen. Ich habe es auch gesehen. In deiner Story, ne? Schon erzählt. Weil bei mir auch alles stirbt. Und das ist einfach nur zu krass. Das hat auch wieder eine Sache, die mein Leben einfach nur grundlegend verändert hat. Aber nein, nicht wirklich. Wir haben uns auch jetzt in der Wohnung endlich, in alten Wohnungen und so sind Pflanzen immer gestorben. Und wir haben uns vorgenommen, in der Wohnung jetzt umgezogen, Pflanzengame ein bisschen upsteppen. Und meine Erkenntnis, die echt mein Leben verändert hat, ist, man muss Pflanzen einfach nicht so fucking oft gießen, wie man irgendwie das denkt. Dass man ja oft echt eher die einfach zu viel gießt und die da dann auch sterben. Also klar, natürlich gibt es das extrem auch gar nicht und monatelang verdursten die, aber ich dachte, okay, wenn, dann müsste ich die halt so täglich bisschen, dass das gar nicht für, also ich weiß nicht, ich wüsste jetzt keine Pflanze, die mir einfällt, die man täglich bisschen gießen muss. Orchideen? Nee. Echt? Nee. Auf gar keinen Fall. Muss man da nicht täglich so ein paar Tropfen
Ich habe keine. 8000 Theorien, soweit ich weiß, bei Orchideen. Also ich weiß nur, dass alle mal sagen, naja, manche haben erzählt, du musst das irgendwie einmal in der Woche komplett in Wasser stellen, dann rausnehmen. Andere sagen jeden Tag ein bisschen. Ich habe keine Ahnung. Bei mir sterben die immer und dann kommen die irgendwie 5 Jahre später wieder zum Leben. Ich habe einmal, das ist auch gut, das gleiche Frage habe ich mir auch gestellt. Und was habe ich gemacht? Ich denke natürlich einen Schritt weiter. Weggeschmissen. Und zwar habe ich mir so gedacht, pass auf, stell dir vor, diese Pflanze ist in der Natur. Was wird passieren? Irgendwann gibt es Regen und da gibt es mal Sonne. Aber wo gibt es Orchideen nochmal? Ja, warte doch mal ganz kurz. Ja, keine Ahnung, in Spanien. Dann wir in Spanien. Ja, aber es ist ja mit dem Regenlevel schon ein Unterschied, wenn du in Hamburg ja, stellst. Lass mich doch erstmal zu Ende. Sondern es ist halt so, ich habe dieses Gerät genommen und unter die Dusche gestellt, weil ich dachte, es ist wahrscheinlich natürlich der Umgebung des Regens. Habe ich für dich gedacht. Da habe ich die Dusche gemacht und dann ist alles abgefallen. Ja, ist alles kaputt. Wir tun sofort. Aber für manche Ideen, Pflanzen muss man das recht machen. Ne? Niagara-Fällen. So? Hast du gehört, was ich gerade gesagt habe? Also für manche gehört. Pflanzen empfiehlt, also zumindest habe ich das auch so gesehen, dass man schon so empfiehlt, hey, einfach unter die Dusche stellen oder irgendwie einfach Badewanne und abbrausen, dass auch schön Blätter befeuchtet sind. Ja. Und ich weiß halt nur nicht, welche. Also ich glaube, unsere Korbmarante, die braucht das, glaube ich. Aber ich will mich wollt ihr das Traurigste aller Zeiten hören? Das fällt mir gerade auch erst ein. Ich habe vor 2 Tagen... Wie bitte? Du hast auch eine Moderationsausbildung gemacht, oder? Ja, ganz viele. Ja. Aber habe ich nie bestanden. Ich war zu enthusiastisch. Nee, mir fällt gerade ein, ich habe vor 2 Tagen eine ganze Woche über das Thema Pflanzen moderiert. War das schon peinlich jetzt? Ich weiß nichts mehr. So, jetzt... Ich bin zu keiner anderen Erkenntnis gerade gekommen. Ich dachte, vielleicht könnte ich irgendwas beisteuern, aber ich weiß nichts mehr, gar nichts mehr. Ich kann dieses Skript mal öffnen. Da stehen, glaube ich, Antworten auf all diese Fragen drin. Ich erzähle auch so. Apropos Fragen, ich bin mal ganz kurz Moderator. Apropos Fragen, gibt es irgendwelche Fragen vom Publikum? Ja, ich habe hier, also keine Frage, aber hier hat Helen 13 hat geschrieben, Bezug nehmen zu dem, was ihr gesagt habt. Es gibt auch Orchideen in Deutschland. Die sind, soweit sie weiß, sogar unter Naturschutz. Wieder was gelernt. Danke, Helen 13. Das ist sowas, wenn man so. Ich habe gar keine Ahnung, leider. Also ich weiß jetzt dann vielleicht zumindest, welche Pflanzen, die man sich dann kaufen kann, irgendwo online oder im Baumarkt oder was weiß ich, die man sich jetzt daheim reinstellt und also ich wie die vielleicht heißen und aussehen, aber welches dann irgendwo in der Natur gibt und was wo wächst in Deutschland überhaupt, boah, da habe ich ja gar keine Ahnung. Das ist so drüber. Also wo ich auf jeden Fall dir einen guten Tipp mit Pflanzen geben darf, ich hatte eine Rose auf dem Balkon und die hat jetzt 1 Jahr lang überlebt. Ja? Das war schon mal Hammer, das habe ich niemals in meinem Leben geschafft. So, jetzt bin ich rausgegangen vor einer Woche und habe gesehen, dass die überall Blattläuse hatte. Ja? Und dann dachte ich mir, naja, komm, ich will die jetzt nicht wegtun und so und habe die Blattläuse quasi so weggepustet. Ja? So, das Problem war, dass ich die einfach auf die anderen Pflanzen gepustet habe. Und nein! Jetzt haben alle Pflanzen Blattläuse. Also ich kann auf jeden Fall sagen, aus meiner Sicht als Profigärtner, Blattläuse wegpusten ist keine gute Idee. Dann doch lieber. Mach das bitte nicht mit Corona auch so, ne? Also, ja. Ja, da gab es allen Corona gegeben, wenn ich das da mal sagen darf. Da gab es ein Video, ne, aus Amerika, wo der Priester Corona weggeblasen hat mit Hilfe Jesu. Hast du das mitbekommen? Ey, nein, aber ich habe doch, letztes Mal beim Abendessen erzählt, da war mit Mirella und Marie erzählt, dass in Mexiko der Präsident zu Beginn, also das ist gar nicht so lange her, vor 2 Wochen noch gesagt hat, dass Mexiko kein Corona bekäme, weil er selber zum Beispiel hat ein 4-blättriges Kleeblatt zu Hause und er steht unter dem Schutz von der Jungfrau Maria. Und deswegen sollen sich bitte alle in dem Land, alle 120 Millionen Menschen in dem Land einmal kurz in den Arm nehmen, was eine gute Lösung bei einer Corona-Pandemie ist. Mhm. Bester also Mann. Karl S. hat doch auch, ich weiß nicht, ob das ein Video war oder eine Instagram-Story, der macht doch jetzt gerade so ein ultra krasses Training, weil er sagt, dass sein... Wer? Karl S. Ah, Karl S., ja. Körper dann göttlich Körper mutiert und quasi er immun gegen alles wird und nur wenn man ihn berühren würde und in seine Aura treten würde, würde man auch immun werden. Also wollte ich jetzt mal mit in die Runde schmeißen, lasse ich jetzt einfach mal unkommentiert hier stehen. Das ist bei mir genauso. Bei Karl S. kenne ich es jetzt dann nicht, aber ich weiß auch so über diesen Coach Cecile, so irgendwie alles, was in die Richtung, dass wenn ich schon höre, dass der dann, wenn ich dann schon höre, dass dann irgendwie diese Verschwörungstheorien und dann aber irgendwo droppen lässt, ja, und Vitamine und hier wichtig, ach, und übrigens, die gibt es dann auch bei mir im Shop zu kaufen, da hört schon auf, dass der dann irgendwie Profit macht damit, dass mit der Krankheit so, dass muss eigentlich schon allen zu erkennen geben, dass das nicht stimmt, dass es einfach nicht stimmen kann.
Das kann nicht Wobei stimmen. Wobei ich ja heute gelernt habe, dass MyLab tatsächlich von allen bezahlt wird, damit sie Falschinformationen raus hat, damit uns Deutschland kontrollieren kann. Und KenFM und Coach Cecile seriöse Quellen sind. Und Patrick von Rovigan am Limit oder so hat sie auch noch geschrieben. Das sind auf jeden Fall seriöse Quellen, auf die wir uns bitte berufen mögen. KenFM vor allem. Mm. Den liebe ich ja. Ich kannte den noch nicht mal, aber ich... Also, echt noch? Wir müssen nur sagen, ist ironisch. Also wirklich. Ja, ich wollte gerade sagen, es wird alles, wenn man jetzt reinschaltet, so ja. Und direkt auf Twitter hochgeladen. Also wenn ihr da draußen darüber gestolpert seid in den letzten Tagen und irgendwie gelesen habt, hey, krass, das sind Sachen, die habe ich noch nie gehört, wenn Sachen anfangen mit, das will euch XY verschweigen, hier kriegt ihr nur die einzige Wahrheit, alles, was so anfängt, was irgendwie in die Richtung geht, das ist Bullshit normalerweise. Also ich kann es nicht 100%, aber für 99%. Wir dürfen nicht, klar. Also wir sind ja auch wirklich Experten so hier unter uns. Wir sind Männer, so wir sind zwar nicht alle weiß, aber wir sind trotzdem relativ privilegiert hier, muss man sagen. Und deswegen, wir haben recht einfach. So. Kann das bitte jemand auf Twitter unkommentiert hochladen? Kann das viral gehen, dass das morgen überall... Das war gerade wie die Aussage von Donald Trump, jetzt als er über Modellhochrechnungen gesprochen hat. Habt ihr das mitbekommen? Mhm. Er hat über Modellhochrechnungen gesprochen und Modell und Model ist ja dasselbe, also auf Englisch. Mhm. Und hat er quasi echt in so einer Zeit, wo einfach hunderttausende Menschen eventuell sterben, hoffentlich nicht, einfach einen Model-Joke rausgehaut in der Pressekonferenz. Dass er sich zwar nicht mit Modellen auskennt, aber mit Models kennt er sich aus. Ich dachte mir auch so, boah, schon echt eine harte Nummer. Boah, der Typ ist so. Der wirklich boah, Alter. Der Typ ist wirklich so, der hat irgendwie eine Anleitung von sozialen Kompetenzen aus seinem Schuhkarton irgendwie Katalog. Ich weiß nicht, wie der Mann so weit gekommen ist. Der ist so komplett, ich finde ehrlich gesagt, Dieter Bohlen erinnert mich manchmal auch ein bisschen, wobei Dieter Bohlen ist ehrlich gesagt besser als Donald Trump. Der ist zumindest nicht ganz so. Ja. Ich wollte es nur mal in den Raum werfen. Aber Dieter Bohlen hat irgendwie noch was Witziges. Ich habe noch mal eine Frage dazu, und zwar, ich bin großer Fan von Tiger King. Habt ihr das schon angeschaut, die Serie? Nee, ich habe mich noch nicht so richtig getraut, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß, dass du mir das empfohlen hattest, aber ich habe so ein bisschen den Trailer gesehen und ich mag ja immer, wenn ich diese so Tierszenen, Tiere in Käfigen und so, das löst bei mir nicht so die Glücksgefühle aus. Und, ja, bei mir auch nicht. Aber das Ding ist, ohne Scheiß, das ist einfach eine der krassesten Serien gerade. Ist natürlich doof, jetzt kennt die keiner, deswegen können wir das Thema gleich abhaken und das nächste machen. Aber wenn ihr mal eine Chance habt, schaut es euch an. Das ist super interessant und das ist die Serie mit den krassesten Twists überhaupt. Das ist quasi wie eine Real-Life-Twist-Version von Game of Thrones, wo du denkst so, nein, hat er nicht gemacht. Und das aber muss ich da bei sehr traurig weinen, wenn ich da rausgehe aus der Sendung, oder geht's? Nee, die Moral ist da schon recht stark drin. Also die zeigen das schon deutlich auf, dass das schlecht ist. Hat ja auch gewissermaßen ein Happy End so. Aber guck's mal an, weil wir gerade über crazy Leute reden und das ist nochmal eine Stufe crazier als alles in Amerika auf jeden Fall. Sie hat nur die ganzen Memes und alles. Also vielleicht kannst du mal in ein, zwei Sätzen mal sagen, weil ich habe es hier und da über gesehen und immer die Memes und dachte mir so, scheiße, irgendwie würde ich schon gern gucken, aber... Es ist richtig gut. Also es ist quasi eine Parallelwelt, ja? Es ist eine Parallelwelt aus Amerika von exotischen Tierbesitzern. Also es ist praktisch eine Dokumentation, das ist alles echt passiert über Menschen, die exotische Tiere besitzen. Die haben dann so 200 Tiger und quasi, das sind so die Bösen, Joe Exotic und wie sie alle heißen. Und da gibt es eine gute Frau, in Anführungszeichen, die quasi das Gesetz in Amerika durchbringen will, dass eben keine Tiger gehalten werden dürfen und quasi in ihrem Park so ein Tiger Sanctuary gemacht hat, wo quasi so Zootiger und so dann noch ein schönes Leben haben. Und rund um diese quasi Protagonisten dreht sich das Ganze. Und es eskaliert halt vollkommen. Es sind so absolute Super-Eskalationen, was in jeder Episode passiert. Und es ist so eine Mischung zwischen echt auch lustig und super, super crazy. Guck's euch mal an. Okay. Das bin ich definitiv interessiert daran, muss ich sagen. Ist es Netflix oder? Ja, Netflix. Gucken. Es ist Netflix, ja. Und seit heute gibt es auch den offiziellen Instagram-Filter dafür. Den Tiger King-Filter auf Instagram. On point. Schon rum. Okay, ich muss mir das erst angucken und dann machen wir das. Aber ja, witzig. Ja. Und du hast ja auch, wenn wir jetzt schon bei Serien sind, ne? Kennt ihr Handmaid's Tale? Nee, also ich habe es mal gesehen. Also ist Prime, oder? Ja, ist Prime. Nee. Ist gut? Ich finde es richtig gut. Also sehr, sehr, sehr verstörend. Ein bisschen passend zu der aktuellen Situation. Hat zwar nichts mit der Pandemie zu tun, aber mit der Ausgangssperre.
Und ist echt eine krasse Serie. Also ist auch, auch die, psychisch würde ich sagen, schon auch sehr belastend, aber sehr krass, sehr gut. Stimmt es, dass du dem Peter-Account nicht folgst auf Instagram, weil du ihn psychisch belastend findest, Ayosha? Das habe ich dir geschrieben, also warum fragst du mich das so rhetorisch? Nee, aber also kann es, oha, kann, nein, kann es sein, dass du schnell getriggert wirst von irgendwelchen Sachen, wo Tiere drin vorkommen? Ja, total. Okay. Ja. Also ich finde, der Peter-Deutschland-Account postet gar nicht so krasse Sachen. Also, ja, oh, wenn das so ist, dann kann ich auch. Ja, also meine Erfahrung, also, weil ich folge den ja bei Facebook, bei Facebook bin ich aber so wenig, dass ich das ertrage, aber ich bin auf dem Facebook wird das extremer. Ja, okay, alles klar, das wusste ich nicht, weil also es ist prinzipiell so, dass mich Bilder sehr schnell sehr triggern und ich mich gerade in so einem Punkt befinde, wo ich psychisch ganz gut mit der ganzen Situation klarkomme und mich immer wieder in so eine Wut-Trauerspirale reinrutsche, wenn ich das sehe und dadurch auch gelernt habe, positiv zu kommunizieren und das geht mir verloren, wenn ich was sehe. Und deswegen versuche ich das zu vermeiden. Das ist nicht Peter, halt ich finde natürlich Peter cool sonst. Also ich frage mich halt auch so, wenn man schon vegan ist, ich finde halt oft, dass das so krasser Content dann auch einfach ist und je nachdem, warum man vegan ist und wenn das irgendwie das Leid der Tiere irgendwie halt auch einem nahe geht, dass, dass das manchmal einfach zu, also oft auch einfach zu viel ist und ich folge dann vielleicht irgendwie bestimmten Accounts, aber dann auch das irgendwie stummschalten muss oder so, weil ich dann auch einfach, ich bin doch schon vegan und das ist leider nichts Neues und dass ich mir das angucke, ist eigentlich Quatsch, also das sollen sich andere angucken, weil ich habe mit, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, das letzte, die einschneidende Erfahrung, ich weiß ja nicht, ob ihr mal überhaupt live miterlebt habt, wie ein Tier getötet wurde, also wirklich komplett vor euren Augen gestorben ist. Und, ja, also vor Augen sterben halt, haben wir in der Schweinezucht, würde ich sagen, sind eindeutig lagen welche, ja, aber halt wirklich, oder waren schon tot, aber umgebracht, nein. Wenn irgendjemand jetzt da ein bisschen sensibel ist, vielleicht 10 Sekunden Ohren zuhalten, halt wirklich beim Opferfest vor mir natürlich dann halt einem Tier halt die Kehle aufgeschnitten und dann blutet das halt aus und boah, das war so schlimm, musst so heulen und ich war ja schon, ich war ja kein Kind, ich war, ich glaube, jetzt mal 16 oder so, wo ich dann dabei war und das hat sich so auch in meinem Kopf eingebrannt und da irgendwie auch so die, ja, das habe ich doch schon im Kopf. Also ich frage mich dann immer so, ich muss das nicht mehr sehen. Ich meine, es hat dann noch mal ein bisschen gedauert, leider, dass ich dann irgendwie so zu der Erkenntnis gekommen bin, okay, jetzt muss ich das, ich muss das wirklich nicht mehr essen. Aber an sich, das Bild werde ich auch nie mehr aus dem Kopf bekommen. Deswegen, ich hatte das schon ein paar Mal, dann wird man ja überraschenderweise doch irgendwo wieder erinnert und kriegt irgendwelche Bilder irgendwie im Insta-Feed oder irgendwo und dann sitzt du halt da im Bus irgendwo, guckst dir halt das an und musst heulen, weil es irgendwie einfach so traurig ist. Und ja, frage ich mich manchmal aus, so, muss ich den Account verfolgen oder müsste man vielleicht solche Accounts teilen und sagen, hey, das ist der für die, die sind schon vegan und das ist der für die, die sind noch nicht vegan und dann gibt's oder andere Filter, dass man wirklich, weil ich meine, wieso nicht, wieso gibt's da nicht auch so Content Warning, wenn man halt irgendwie sagt, okay, bei bestimmten Themen gibt es ja wirklich Content Warning, dass man eben sagt, okay, das ist für Menschen, die irgendwie mit körperlicher Gewalt irgendwie halt einfach getriggert werden, dass man da halt irgendwie Content Warning hinpackt, dass man das irgendwie filtern kann, wieso es halt sowas nicht auch bei Leid an Tieren gibt, weil wieso nicht? Das ist ja schon auch sehr schlimm. Das gibt es aber oft. Das gibt es auch, aber dann sind da schon ultra extreme Videos zum Beispiel, die dann da, wo das vorher auftaucht. Aber krass, Urs, bist du deswegen vegan geworden? Ist das so eine der Erlebnisse, wo du sagst, das ist so einer der ausschlaggebenden Punkte? Das wusste ich auch noch nicht von dir. Ja, es ist schon so eigentlich der Hauptpunkt. Also irgendwie Gesundheit, das kam halt irgendwie danach. Und weil ich wüsste nicht, was sonst. Also das war eigentlich so, jetzt wenn ich zurückdenke, ja auch nochmal, vielleicht dann noch ein bisschen leichter zu, oder nee, schwerer, jetzt natürlich im Nachhinein zu sagen, 4,5 Jahre später, hey, genau deswegen wurde ich Veganer. Das war halt so wirklich diese, was ich glaube ich letztes Mal auch gesagt habe, diese Rede von Gary Jourovsky und dann einfach nochmal vor Augen so, ey, das ist scheiße. Also ethisch wirklich. Und dann eigentlich gesagt, hey, ich will irgendwie einfach nicht mehr. Und deswegen ist auch so, ich glaube, jeder Veganer kennt das ja, oder fast alle VeganerInnen, hey, wenn du jetzt vielleicht doch nicht mehr vegan und was würdest du essen und so und jetzt einmal, keiner würde hingucken und ich bin da
Ich denke mir natürlich auch so, ah ja, vielleicht das. Aber ich glaube wirklich, ich könnte es einfach nicht mehr. Also Fleisch könnte ich einfach nicht mehr essen, weil Milch und Käse, keine Ahnung. Da kann ich einfach nicht zu 1000% sagen, ob ich eine Ausnahme mal machen würde, wenn ich schwach bin. Aber ich kann einfach, ich kann, glaube ich, nie wieder Fleisch essen. So, weil es jetzt so einfach in meinem Gehirn eingebrannt ist, dass ich Ja. das einfach nicht mehr kann. So, weil es halt wirklich so dieses Ethische ist. Ich weiß nicht, ob es bei Ich euch anders ist. Es ist ja so ein Tabu-Ding, glaube ich, manchmal. So manche sagen dann, ja, ich würde natürlich nicht, aber man komplett ehrlich zu sich ist. finde es echt spannend, weil mir ist nämlich so, bei mir ist irgendwie aufgefallen, ich lebe so mein Leben und manchmal vergesse ich, also ich bin halt vegan, so für mich ist das Standard, ne, und das, ich habe halt so die Produkte, die ich kaufe, aber manchmal ist es für mich wirklich so, weil ich verstehe natürlich den Punkt zu sagen, ich will das nicht sehen, weil mich das psychisch belastet. Kann ich komplett nachvollziehen, ist bei mir auch so. Aber manchmal ist es für mich echt so, auch mal wieder, da muss ich mal wieder daran erinnert werden, ja, was eigentlich alles dahinter steckt, weil das eigentlich gar nicht mehr Teil meiner Realität ist und es einfach für mich gar nicht stattfindet. Und dann sehe ich das und dann fällt mir wieder ein, ja klar, das kann man nicht unterstützen. Und ich denke mir auch, gerade bei den Themen, die du gerade ansprichst, so dieses Thema Milch oder mal so Käse und dann schwach werden und so, ich glaube, wenn man kurz vorher diese Bilder gesehen hat, dann sieht man das wahrscheinlich aus einer anderen Brille, weil heutzutage, ganz ehrlich, das ist ja so fernab von dem, was es am Anfang war. Alles, was dahinter steckt, wird überhaupt nicht deutlich. Und wenn man sich einfach das wieder irgendwie in den Kopf ruft, ja, was dahinter steckt und was man damit unterstützt, dann glaube ich, ist es viel einfacher, dann auch zur Konsequenz zu sagen, so, nee, ich brauche das nicht, ich werde auch nicht schwach, weißt du? Also, Ja, man kommt auch schnell in so eine vegane Bubble. Nee, erzähl du. ja, genau. Ja, und ich wollte nur sagen, dass letztlich ja auch eins dieser Videos dazu geführt hat, dass ich zum Beispiel vegan geworden bin. Und wenn, weil das jemand geteilt hat. Und Eins von den ich Videos von finde, Veganes Ungesund hat dafür gesorgt bei dir. nein, eins der Videos, die, ich weiß nicht, das war so eine 15-minütige Zusammenfassung von allen Schlachtszenen bei allen Bereichen Milch, keine Ahnung, das war einfach furchtbar. Es Best war so eine of, Art, geil. ja, es war wirklich so ein Best-of. Best of. Und ich habe halt, also ich habe wirklich 15 Minuten lang nur geheult und danach weiter geheult. Und das hat mich so nachhaltig beeindruckt, negativ beeindruckt, dass ich danach schrittweise vegan geworden bin. Nicht mal sofort, was ich krass finde. Aber ich glaube, deswegen ist es wichtig, weil man eben seine Realität lebt und weil die Realität der Tiere sich halt nie ändert. Die ist immer gleich. Und das war einer der belastendsten Punkte für, zum Beispiel für uns, als wir aus der Schweinezucht rausgegangen sind, war halt, dass wir jetzt zurück in unseren warmen Ort gehen und das Leben da einfach weitergeht. Dieses in Anführungszeichen Leben, die Hölle. Und deswegen finde ich es schon wichtig, dass man immer wieder, das heißt nicht, dass man sich das immer wieder angucken muss und selbst foltern soll. Man muss immer auf die eigene Gesundheit achten. Aber andere Stimmen hörbar machen, glaube ich, ist schon ein Teil davon. Ja, was ich gerade Fabian? eben bei Veganer, Dankeschön, bei Veganer Bubble sagen wollte, ist euch das mal aufgefallen? Vielleicht geht es auch nur mir so, aber wenn ich einkaufen gehe, nehme ich diesen Teil, diesen unglaublich großen Teil des Supermarktes, wo diese Fleischtheken stehen und wo es Milch und Käse gibt, den nehme ich halt einfach auch nicht mehr wirklich wahr. Also wenn ich jetzt mal so daran zurückdenke, wann seid ihr das letzte Mal bewusst irgendwie, das tut ja keiner von uns, warum auch? Wir haben eigentlich so, ihr wahrscheinlich auch noch im Stammsupermarkt, irgendwie so eine gewisse Runde, die man jedes Mal geht. Und dann schaut man mal irgendwann nach rechts und sieht so, Scheiße, so ein Drittel von diesem Laden existiert einfach nur auf der Basis von Tierleid. Um das mal ganz flach so zu sagen, was mir vorher gar nicht mehr so klar war, weil ich dachte, hey, auch alle Menschen, mit denen ich Zeit verbringe, die sind eigentlich Vegetarier oder Veganer, Schrägstrich innen. Also geht euch vielleicht auch ähnlich. Ich meine, selbst wir alle hier sind Veganer. Und man ist einfach gar nicht mehr so drin in der, was heißt normalen Welt, aber man steckt halt in dieser veganen Bubble und denkt, hey, cool, und die Welt ist ein schöner Ort und alle Menschen gucken, dass sie Tiere nicht umbringen, um was zu essen. Und da merkt man so, nee, das sind halt, wie viel Prozent sind das in Deutschland? Vegan ist ungesund? 1%. 1% oder 1% immer noch echt so wenig. vegan und Nur. um die 10% VegetarierInnen. Boah, ich Ja. überlege. Wir sind echt in einer Mega-Bubble. Das ist ja nochmal so auch Großstadt-Bubble und Ja. Veganer-Bubble. Und so. Ich glaube, ich bin so viel Bubbles drin. Ich bin so 0, 0,0 irgendwas Prozent repräsentativ für Ja, ich bin auch Deutschland. noch, es kommen ja noch die Rassismus-Bubble, es kommen noch die Homo-Bubble, es gibt so viele Bubbles, in denen du drin stecken kannst. Jetzt noch Bubble Tea, ey, dann ist das ganze Ding voll, ne? So, ja. Bubble Tea, Beste. Ja. Es gibt bei uns um die Ecke Bubble Tea, aber ich bin nicht so ein noch Fan. Fan. Wie, du bist kein Fan von Bubble Tea? Weiß nicht, ich bin allgemein nicht so ein Fan von so süßen Sachen. Also ich bin ja auch kein Fan von mir. Nein, aber
Ich trinke halt lieber irgendwie so Wasser oder Tee als Cola oder Fanta oder auch so Bubble Tee mag ich nicht so gerne. Ihr merkt schon, dass hier so die Ecke, die ganz ungesunde Ecke Felix, so die Alten, die verstehen das nicht so, wenn die Jungen Fabian und ich hier dabben und so junge Leute machen. Wisst ihr? Ja, wie junge Leute kommunizieren so, das ist, kann schon verstehen, wenn ihr nicht mitkommt. Wir können das auch nochmal wiederholen. Sag doch vielleicht mal das in die Infobox aus. Wo ist die Infobox? Wo ist die Fairness geblieben? Gibt's denn inzwischen in der Diskussion noch irgendwelche Menschen, die Fragen haben oder die Anregungen haben? Die ich habe kurz so eine Sache. Sag mal was. Ich muss nämlich los, leider Gottes. Ich habe nur eine halbe Stunde Zeit gehabt. Ich habe alles abgesagt, aber ich muss jetzt gleich los. Das heißt, ich muss mich alleine lassen. Alles abgesagt? Ja, aber du musst los. Also. Aber ich habe davor alles abgesagt, damit ich eine halbe Stunde das Moment hier sein kann. Muss den Krieger erwischen, ne? Ja. Und ich finde es auch gut, wenn man so mittendrin, wenn sich Sachen auch ändern, weißt du, in so einem Gespräch. Ich glaube, weißt du, was das ist, vor allem der Eindruck, dass du super wichtig bist. Das ist wie dieses, bei Wetten, dass die Leute jetzt da sind, immer so, nee, also ich mach doch vielleicht den Flieger, der ist die Corona-Flieger. Ja. Ist okay. Das aber ist okay. Wir nehmen dir das nicht übel. Hast du wollt ihr mir noch, vielleicht noch einen letzten Satz irgendwie von mir? Nee. Okay. Du, Fabian, nur ein Gruß. Seitdem ich weiß, dass ich nicht mit dir auf Instagram schreibe, ich habe auch keine Lust zu antworten. Ja, so. Da kriegst du auch keinen Satz. Aber Kuss geht raus an euch trotzdem, auf eure Nase. Auf eure schönen Nase. Schönen Abend dir noch. Pass auf dich auf. Tschüss, mach's gut. Ja, wir haben, in den Comments hat eine Person geschrieben. Ich kann Filme dazu auch nicht sehen. Bei Büchern ist es sehr viel einfacher. Also ich lese keine Bücher, wo es darum geht, aber ich finde auch, also grundsätzlich, ich finde, Bücher emotionalisieren mich da nicht so. Also ich glaube, es gibt andere Leute, so die weinen beim Lesen. So, das kann ich gar nicht verstehen. Das sehe ich auf Instagram ganz oft. Vielleicht habe ich da zu wenig Vorstellungskraft so beim Lesen, aber weil auch jemand geschrieben hat, es gibt wohl ein Buch von Stephen King, hat Karl Lipso geschrieben. Ich hatte letztens was von Stephen King gelesen, wo eine Katze misshandelt wird. Es ging einfach gar nicht, ich habe so geweint. Das kann ich leider gar nicht mir vorstellen. Also so Text lässt mich leider voll, also mich immer so Videos dazu, Musik, schön traurig, echt, ja? So richtig. Boah, sowas haut's voll rein bei mir, aber Text gar nicht. Krass, echt, null. Ich heul bei Büchern immer. Ohne Scheiß, ich heul sogar, wenn ein Buch vorbei ist, weine ich sogar, weil ich so traurig bin, weil das Buch vorbei ist. Kein Scheiß. Oh, Real Talk. Ich finde das extrem sympathisch, wenn ich das mal sagen darf. Vielen Dank. Ja, weil mein Papa auch weint auch ganz viel. Mein Papa ist auch ein sehr emotionaler Mensch, der weint auch ganz oft, auch bei Musik und so. Ich finde das voll schön. Grüße gehen raus, ne? Ach, jetzt adaptiert er das auf einmal. Ich lerne bei den Jungen nicht wieder. Ich will. Das sieht so komisch aus. So das ist so viel Swag wie die Sparkasse, Alter. Oh, ey, ist echt schwierig mit ne, ich wusste schon, dass wenn du heute Abend reinkommst, Fabian, das ist generell schon, aber dass ihr euch jetzt auch noch verbündet, du und Os, ne? Das ganz neu. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Das Witzige ist, ich weiß nicht, wie alt ihr seid. Also, ich was kann glaubst das. Du denn? 100. 100. Kombiniert. Nee, kommt vielleicht ganz gut hin. Bei Urs kann ich das, glaube ich, ganz gut einschätzen. Sage ich jetzt, aber ich werde keine Zahlen nennen. So, das, ich bin doch nicht alt, du. Sag ruhig. Du kannst nur verlieren. Ich kann das nur verlieren. Ich meine natürlich, nein. Oder? Nein. Nein, ich bin noch knackige 28. Ich werde erst in 10 Tagen 29. Ich hätte ehrlicherweise, ist das auch egal, das kann ich eh nichts mehr sagen. Jetzt, ich hätte irgendwie auch wirklich so 27 gesagt, aber. Ist okay. Also eigentlich tendenziell, so, das macht halt echt immer der dunkle Bart, so, das macht einfach älter. Also, macht es das weil ich bei den vielen? Nicht habe. Warte, hast du kurz weg? Ich glaube, du hast gesagt, macht das bei Felix auch. Ja, ist es der Bart? Ich bin eigentlich 15, in Wirklichkeit. Das wäre so geil. Das wäre etwas. Aber das Gute ist jetzt, weißt du, es ist richtig geil, dass mich wirklich auch freut, weil ich werde ja oft von Fabian hier gedisst, ne, dass ich ausschaue wie Jesus und was weiß ich. Ne? Moment mal, das ist ja kein Diss. Jetzt ist halt ein krasses Anerkennung. Ne? Ja. Jetzt in Zeiten von Corona, wo ihr alle nicht zum Friseur könnt, ne, schaut mich an und wisst, das ist euer Schicksal. Von daher sag ich nur eins, der zuletzt lacht, werde ich sein dieses Mal. Ich möchte das so kurz klarstellen, ich sage das nicht immer. Ich habe das vielleicht ein, zwei Mal gesagt. Ich habe
weiß nicht, ob man das, weil wenn man vergleicht die erste Folge im Abendessen und jetzt, ich habe mir selbst gesagt, ey, ich glaube, ich lasse einfach die Haare wachsen und den Bart wachsen. Ja. Jetzt einfach 2 Wochen. Boah, es das juckt Bart habe ich auch. Ich hasse das. Also ich versuche den immer schön zu pflegen und zu waschen. So, weil so richtig lang habe ich meinen Bart eigentlich nicht. Eigentlich immer so 10 Tage Bart, so einen ungepflegten 10 Tage Bart. So sind die richtig. Ja, ich auch. Und ja. Boah, jetzt, ich hasse eigentlich immer, für mich ist immer Symbol, wenn die Haare irgendwie anfangen, hier so irgendwie übers Ohr ja. ein bisschen drüber, ja. dann ist das Symbol, da muss ich zum Friseur. Das ist eigentlich ganz geil, weil ich wusste früher nicht so lange, wann geht man zum Friseur. Ich sag ja einem keiner, das sind so Sachen, die... Also ich habe eine Haarschnitte im hier. Und hier, Felix denkt sich so, aber, Leute, was wollt ihr? Wir wachsen die Haare aus dem Ohr. Fabian, das Problem ist ja, wir dürfen uns nicht treffen. Also du Nein, das sagen wir jetzt auch nicht vor der Kamera, aber ich komme, wie gesagt, in so einem Schutzanzug, komme ich einfach vorbei und übergebe dir auf 100 Meter Abstand diesen, ich verstecke den irgendwo, weißt du, wie bei so einer illegalen, bei so einem Drogendeal, irgendwo verstecke ich die Ware. So ein Rasierer, wenn jetzt Fabian den irgendwas einpacken würde, irgendwie desinfizieren und mir den dann in einem Behälter gibt, abstellt und kein Kontakt ist und Abstand und dann nehme ich den, lasse den zur Sicherheit nochmal 2 Tage stehen, dann müsste er eigentlich safe sein, oder? Dass da wirklich nichts ist, theoretisch. Dann gehst du aber halt auch davon aus, ja. dass ich Corona habe. Hast du ja safe. Ja. Also ja, ich glaube aktuell so als Schutz, ich gehe quasi eigentlich von allen aus. Erstmal. So ja. als Selbstschutz, quasi alle haben das erstmal. Und sich irgendwie einfach auf Abstand zu halten. Oder wie macht ihr das? Ich will nicht immer ins Corona-Thema einsteigen, aber ich glaube, sowas hilft mir dann halt, dass ich erstmal davon ausgehe, okay, du hast es und dann versuche ich auf Abstand ja. zu gehen. Ja, genauso wie du, ich halte auch mal Abstand. Ich also Fremde halt. Am Samstag hatte ich das erste Mal so ein Date am Abend quasi mit einem befreundeten Paar, die kurz vorbeikamen. Da hat man sich draußen auf der Straße getroffen und hat sich mit 2,5 Metern Abstand unterhalten. Ja. Schon klar, also klar, oder? Also. Ich glaube auch tatsächlich so ganz komplett, damit ist ja auch nicht gemeint aktuell, dass wir uns komplett isolieren sollen, weil ich glaube, dass das zu psychischen Problemen bei vielen Menschen führen würde, die auch vielleicht nicht in einer Beziehung sind, die alleine leben, so, ne? Und auch niemanden haben, im Zweifel, mit dem sie sich jetzt so in der Wohnung unterhalten können oder so, sondern dass es eher sowas ist, wenn wir alle Regeln streng einhalten, Abstand halten, uns die Hände waschen, nicht ständig ins Gesicht packen, dass man sich zu zweit oder so auch treffen kann. Ich wohne halt in einer WG, also was soll ich schon sagen? Also ich wohne halt noch mit Leuten zusammen, also ja. ich kann mich ja auch normal unterhalten und wir sind sowieso auf engem Raum, deswegen, wir haben anfangs diese Regeln sogar noch befolgt, aber irgendwann gemerkt, dass es halt in einer WG Das geht kaum, also 2 Meter Abstand zu halten, allein wenn wir hier auf dem Flur aneinander vorbeilaufen. Aber ich ziehe das auch schon durch. Nur bei mir war ja das Krasse, dass der Politiker, mit dem ich einen Podcast mache, der wurde ja positiv getestet. Ach echt? Und dann haben wir vom Gesundheitsamt eine E-Mail bekommen, als wir gerade im Flugzeug saßen und in Zürich gelandet sind, wo das Gesundheitsamt uns auch geschrieben hat und wo Thomas Sattelberger, so heißt ja der Politiker, uns auch informiert hatte und... das war schon krass und wir dachten halt in dem Moment auch, okay, es könnte schon sein, dass wir das haben. Ich bin ja ein junger Mensch. Vielleicht habe ich es einfach nicht gemerkt und dann habe ich mir sofort so eine Schutzmaske aufgezogen und bin halt aber auch noch nach Deutschland geflogen. Muss ich frecherweise sagen, weil ich halt echt Angst hatte, wäre ich einen Tag länger in der Schweiz geblieben, wäre ich nie wieder zurückgekommen erstmal. Und dann wurden ja alle getestet und bei allen war es negativ und dann kam auch so ein bisschen Entwarnung, weil man davon ausging, quasi so ein bisschen die Quelle gefunden zu haben und das ist wohl erst passiert sei, als wir sowieso schon in Amerika waren. Aber das war schon heftig. Und aber seitdem gehe ich auch eigentlich davon aus, dass ich negativ bin. Also wären die anderen positiv getestet worden. Ich wurde nicht getestet, weil ich Idiot da auf dem Land war zu der Zeit. Und da konnte man einfach keinen Test machen. Also mein Arzt hätte irgendwie den nächsten Termin 5 Tage später. Jetzt ist er weg. Ach, jetzt ist er weg. Negativ. Und dann sage ich, ja, mein Gott, ich hing halt mit denen auf so engem Raum rum. Dann mache ich das mal nicht. Ja, meine gut. Corona-Story. Ich glaube nicht, dass wir zu viel über Corona sprechen, was ich interessant finde. Also nicht auch nur, weil nicht, dass es jetzt auch nur um vegan geht, aber was ich interessant finde, ist, weil Franziska Kraft im Chat geschrieben hat, dass sie vegan geworden ist, ohne die ganzen Dokus zu sehen. Und das kenne ich ja gar nicht. Also irgendwie alle mit irgendeinem Doku. Ich habe auch später erst alles gesehen. Ja, ich kenne auch einige.
Ich kenne auch einige, also auch die uns geschrieben haben, sie haben sich nichts davon angeguckt, sie haben einfach irgendwann so verstanden oder haben sich einfach Gedanken darüber gemacht, haben halt verstanden, dass sie das nicht möchten und ich finde es auch erstaunlich, ich habe das auf jeden Fall gebraucht. Ja. Also Motivation oder warum brauchst du das? Um zu, also ja, also ich meine, ich bin ein Hardcore-Verdränger einfach, ne? Also ich meine, jeder Mensch weiß, dass Tiere nicht zu Tode gestreichelt werden und ich habe mich einfach den Sachen nicht mehr befasst, die waren für mich nicht Teil meines Lebens. Teil meines Lebens war, ich esse super, super gerne Fleisch, dreimal am Tag. Ich bin Gourmet, habe ich damals immer gesagt, obwohl ich auch gerne Putenbrust mit Ketchup gegessen habe. Also trotzdem habe ich immer gesagt, ich esse viel zu gerne, als dass ich irgendwie vegan oder vegetarisch leben könnte, aber habe mich original 0% damit auseinandergesetzt. Und das ist ja oft das Problem. Also ich verstehe viele Situationen, wenn ich mit Menschen über Sachen rede und wenn man Diskussionen, egal zu welchem Thema hat, diese andere Person sich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und das ist, finde ich, zum Beispiel beim Thema Rassismus auch oft so. Du redest mit Menschen darüber, die haben sich nie damit auseinandergesetzt, aber kontern sofort und kommen sofort aus diesem Nein-Aber. Und ich kann ein bisschen relaten, weil ich weiß, dass ich das auch gemacht habe, vielleicht auch immer noch tue, ich weiß es nicht. Aber, weiß man ja nicht. Aber das ist auf jeden Fall ein Grund für mich, also war das Pflicht, sowas zu sehen. Das hat mich so wachgerüttelt, hat aber gleichzeitig auch dafür gesorgt, dass ganz viele Türen bei mir geöffnet wurden und ich angefangen habe, generell mal ein bisschen kritischer zu sein mit mir selbst und auch mit dem, was ich so mache und konsumiere. Krass, okay, spannend. Aber ist ja. Aber ich meine, super, wenn es dann funktioniert. Ich habe damals einfach so eine Challenge gemacht. Es gibt ja so einen bekannteren veganen Kochbuchautor, der so eine Challenge mal hatte, dessen Name nicht genannt werden darf. Der uns übrigens auf Instagram blockiert hat, wenn ich das mal anmerken darf. Echt? Ja, ich spreche seinen Namen nicht aus. Ich habe einfach die Challenge mitgemacht und das war damals so meine Motivation. Ich fand das irgendwie total cool, so diesen Challenge-Gedanken. Deswegen fand ich auch diesen Veganuar oder Veganuary, den es da irgendwie gibt im englischsprachigen Raum, eigentlich ganz cool, weil das so die Leute so ein bisschen triggert. Und danach habe ich dann natürlich auch alle Dokus gesehen. Und ganz wichtig, ich habe ja gerade gesagt, dass ich mich mit Freunden getroffen habe. Ich will das nochmal klarstellen. Die kamen nur zu unserer Haustür und haben mir was vorbeigebracht und dann haben wir uns wieder getrennt. Ich bin quasi nicht, dass das jetzt irgendwie falsch rüberkommt. Das war mir nur wichtig, dass wir alle gefragt haben. Vielleicht schon bei dir. Ja, das ist echt schon. Hast du mal da gesehen oder was? Ja, ja. Achso. Geil. Es schauen Menschen zu. Ich wollte nur noch mal so provokant in den Raum reinfragen und auch ein bisschen wissen, was ihr dazu sagt, wenn es um vegan geht. Ich frage mich aktuell, ist das so wichtig und gibt es nicht andere Sachen, die mehr Impact irgendwie nochmal haben können, wenn man sagt, hey, Tierleid ist doch nicht so schlimm für unsere Umwelt, für alles so und ist nicht auch das ganze Thema CO2-neutral, plastikfrei, Müllreduzierung, ist das nicht gerade wichtiger, weil ich auch das Gefühl habe, dass Unternehmen gerade auch oder viele auch in die Richtung gehen, dass so vegan und Kosmetik und vegan ist alles jetzt vegan, dass das schon so, ja, ist doch nicht so wichtig mehr, dass das so vom Gefühl her, vielleicht bin ich da auch einfach nur so in der Blase, dass das nicht mehr so wichtig ist und dass das gerade ein bisschen auch wieder abnimmt. Habt ihr das Gefühl irgendwie auch, dass es jetzt so mehr um CO2-neutral, weniger Plastik und dass das so als Ersatz, so das können wir alle machen und vegan, ja, wir müssen noch nicht alle vegan haben, das reicht doch, wenn wir alle weniger Strohhalme und weniger Plastiktüten benutzen, so, also dass das so genommen wird, auch weil es leichter ist und was sagt ihr dazu? Kannst du deine Frage nochmal so ein bisschen, also ich bin ein bisschen verwirrt, bist du jetzt auch der Meinung? Ich bin mir noch nicht sicher, ob das jetzt wirklich zurückgegangen ist, generell, ob das nur in meiner Blase so ist, aber dass so der vegan Hype, keine Ahnung, dass der letztes Jahr eher stärker war und dass das jetzt dieses Jahr auch so ein bisschen wieder abgenommen hat und jetzt noch mehr Fokus gelegt wird auch so, hey, und das ist jetzt auch plastikfrei und wir fliegen quer um die Welt, um dann irgendwo am Meer ein bisschen Plastik zu sammeln, Müll zu sammeln und ganz viel in die Richtung passiert gerade. Also mehr sogar nochmal, weil das halt mehr Impact hat, weil ja irgendwie Müll und Plastik und so, das nochmal so viel mehr ist, als nur essen und nur trinken. Ah,
Also habt ihr auch vielleicht privates, also kannst du vielleicht auch sagen, ob du halt sagst, privat merkst du überhaupt sowas und vielleicht auch nochmal im beruflichen Kontext, ja auch vielleicht nochmal einen Unterschied. Also ich im beruflichen Kontext, im Krankenhaus, kann gar nichts dazu sagen. Weil da achso, ich meine aber auch als YouTuber, du bist ja auch YouTuber. Achso. ja, also ich finde, also um vorwegzunehmen, finde ich auf jeden Fall, dass das immer mit eines der wichtigsten Themen in jeder Diskussion sein sollte. Und das sage ich jetzt nicht als Tierrechtsaktivist, sondern als, also wenn es ums Thema Umwelt geht, denn auch wenn wir über Plastik reden, ne, Plastik in den Meeren, der Hauptanteil von Plastik in den Meeren sind Fischernetze. So, es ist schön, dass wir weniger Strom konsumieren wollen. Ich finde das auch gut und ich finde auch, dass man sich weiterhin dafür aussprechen sollte. Ich finde das ein guter Trend, dass man sagt, wir recyceln mehr Plastik, wir setzen uns dafür ein. Ich glaube schon, dass im ganzen Greta Fridays for Future der Fokus viel mehr in Richtung Umwelt, CO2-Neutralität und so ein Gedöns gegangen ist, als es vielleicht davor war und vor allem auch dadurch vielleicht ein bisschen das Thema vegan ein bisschen zur Seite gerückt ist. Was ich total ironisch finde und was auch, wir haben noch ein Video darüber gemacht, mich hat es tatsächlich auch immer ein bisschen gestört an der Fridays for Future-Debatte. Ich finde es nämlich total gut, dass wir das machen. Ich finde es auch gut, dass wir auf die Straße gehen und demonstrieren. Was ich nicht so gut finde, ist, dass die Slogans und das, was wir uns wünschen, sehr mit dem Finger auf Politiker gerichtet ist. Was ich per se jetzt erstmal nicht falsch finde. Ich finde es nicht falsch zu sagen, Politiker so ein bisschen mal an Pranger zu stellen und zu sagen, pass auf, Kinder, es muss was passieren, weil das stimmt. Aber es sorgt auch wieder dafür, dass wir immer nur diese Fingerzeigmentalität haben und immer nur wieder sagen, ihr müsst was ändern, ihr müsst was ändern. Und dabei ist zum Beispiel ja einer der größten Faktoren, die wir selber beeinflussen können und die einfach sind, auf unserem Teller. Das ist der größte Klimakiller, den es überhaupt gibt, weltweit. Und da wird gar nicht drüber gesprochen. Und das finde ich halt einfach immer so ein bisschen schade, auch in der Kommunikation. Da steht dann auf einem Schild, es gibt keinen Planet B. Ja, stimmt, aber was sollen wir jetzt aktiv machen daran? Also sollen wir weiter Schilder basteln und auf die Straße gehen? Das finde ich gut, aber was ist denn mit Sachen, die wir selber machen können, die wir selber angehen können, wie zum Beispiel uns rein pflanzlich ernähren? Dann schließt es ja auch nicht aus, dass man weniger fliegt, dass man Flüge kompensiert, dass man Bahn fährt, dass man weniger Plastik oder gar kein Plastik kauft, dass man, also das kann man ja alles weitermachen. Aber wisst ihr, was ich meine? Dass ich bin sauer auf diese SUV-Fahrer, weil die machen gerade alles kaputt, Mentalität sich ausruht. Also ich habe mal ein Bild gepostet mit einem Schild, da stand drauf, der ist No Planet B, ich nehme das mal so als so einen leichten Front. Ach so, nein, überhaupt nicht. Nein, aber ich kann das vollkommen nachvollziehen. Ich glaube aber auch, dass gerade durch Fridays for Future und Greta Thunberg, Gott sei Dank, dieser nachhaltige Gedanke natürlich erstmal gekommen ist, aber dass dadurch logischerweise sich Unternehmen relativ schnell auf grüne Seiten gestellt haben, obwohl sie in den meisten Fällen, gar nicht grün waren. Und dass dadurch auch allgemein so ein Bild entstanden ist, also weil wirklich jede Firma irgendwas gemacht hat in Richtung Nachhaltigkeit und in Richtung Umweltschutz und dieses Thema natürlich Tierschutz automatisch nach hinten. Also das stimmt schon. Ich würde sagen, im Allgemeinen ist gerade dieser allgemeine nachhaltige Gedanke, dieser wir brauchen weniger Plastik, wir müssen weniger Müll produzieren, wir brauchen eine Energiewende. Ich glaube, der ist schon mehr gerade im Kopf vom Otto-Normalverbraucher und der Otto-Normalverbraucherin als dieser Tierschutz. Gedanke, was aber nicht heißt, dass das ja nicht wieder kommt und dass da ja trotzdem, also die Zahl der werdenden Veganer und Veganerinnen steigt ja trotzdem weiter an und exponentiell an. Ich glaube, das ist wirklich einfach ganz oft, was ja auch damit zu tun hat, dass aus meiner Meinung nach, wenn gesagt wird, hey, hier, du musst weniger Plastik benutzen, dann gibt es ja eigentlich wenig Leute, die sagen, ja, aber ich will unbedingt Plastik benutzen, weil warum? Also keine Ahnung, wenn es Alternative gibt, dann machen das natürlich alle. Es ist nicht so, dass Plastik mega gutes Marketing gemacht hat und alle sagen, hey, aber ich bin männlich, wenn ich Plastik benutze. So. Und das halt einfach auf der anderen Seite, wenn es halt um tierische Produkte geht, die einfach auch die ganze Lobby, also die Milchindustrie-Lobby und die Fleischindustrie-Lobby, dass die halt einfach natürlich extrem viel dafür auch investieren und Werbung machen, dass dieses Bild davon, dass Leute emotional darauf reagieren, wenn du sagst, hey, das Essen nicht gut, das vielleicht eher essen, genauso irgendwie deine Proteine, was weiß ich, egal wie viele Argumente du bringen würdest, es geht nicht, weil mir wurde gesagt, ich bin männlicher, wenn, mir wurde gesagt, ich bin frei, wenn ich
keine Ahnung, in den USA oder so ist es ja teilweise auch nochmal anders. Und dann hast du irgendwie so Bildnisse mit irgendwelchen freilaufenden, irgendwelchen Kühen oder so und dann der wilde Westen. Was weiß ich, was da für Bilder auch in den Köpfen sind. Das ist ja genauso wie Rauchen. Das ist ja auch ähnlich, wo es natürlich auch darum geht, Zigaretten immer ganz viel mit echter Mann und Wildnis und diese Cowboys und so auch immer ganz viele so in der Werbung benutzt haben, dass das emotionaler geführt wird. Und bei allen anderen Sachen, bei Autos ist schon auch nochmal, ist auch ähnlich, aber Plastik, come on. Also no, eigentlich will das ja niemand und Strohhalm will niemand. So, ich glaube, deswegen ist das leichter und deswegen ist das gerade irgendwie auch mehr im Kopf und hey, wir können alle was tun, wenn wir alle auf Plastik verzichten und alle nicht mehr die eingeschweißt das Gemüse kaufen, sondern unverpackt kaufen. So. Aber das Ding ist ja, dass vor allem, wenn es um Müll geht, also prove me if I'm wrong und schreibt es gerne in den Chat, wenn ihr es auch wisst, aber das ist da ja auch so mit am schlimmsten ist ja der Industriemüll. Also der meiste Müll fällt ja an, bevor das dann überhaupt im Supermarkt ankommt. Ob du dann das eingepackt oder nicht kaufst oder nur eine Tüte, ist eigentlich scheißegal. Also so viel Müll wird vorher produziert und das können wir einfach nicht beeinflussen. Also wenn du da jetzt eine Plastiktüte nimmst oder nicht, das muss von der Regierung, von den Ländern, von wem auch immer, muss das dann auch reguliert werden oder muss dann halt wirklich gesagt werden, das geht jetzt nicht mehr, meiner Meinung nach. Was Der Lügengesetz, meiner Meinung nach. mir gerade direkt eingefallen ist, wo du von Image und Image machen gesprochen hast, habt vielleicht, also ich glaube vor allem Os und Felix können da Erfahrungen gemacht haben. Ihr wart ja safe auch schon mal eingeladen zu irgendwelchen, keine Ahnung, Unternehmer, Essens, Dinnerabenden, man kennt es, oder irgendwelche Schnieken, Partys, das halt Fleisch, gerade in einer wohlhabenden Branche, immer als so ein Prestige Mittel gilt, also dass wir heute auf der Karte ein gutes Stück Fleisch haben und einen ganz tollen Fisch und dass überall immer wieder, wenn ich in diese Luxuswelt reinrutsche, auch nur für ein paar Stunden merke, dass da Fleisch auch ein unglaublich krasses Ansehen hat, auch wenn man mal in sich die teuersten Hotels, wenn man da mal sich die Karten anguckt, bei den Hauptgerichten findet man eigentlich nur Fleisch- und Fischgerichte. Die haben vielleicht ein veganes Gericht, irgendwelche Nudeln. Wenn überhaupt. Ja, und ich find das total schade. Ich finde das viel geiler, wenn es auch dann so bei solchen Abenden so exquisite vegane Sachen geben würde. So, Aber meinetwegen zahle ich ein bisschen mehr so dann dafür, aber ich finde das schon krass, was für ein Ansehen Fleisch und Fisch außerhalb dieser veganen Bubble oft hat. ja, und das und Alkohol noch dazu. Das ist dann die richtig schwierige Ja. Mischung. Wenn du vegan bist und kein Alkohol trinkst und dann Business machen willst, ja, dann Ja. hast du einen Haufen Freude auf jeden Fall. Ich habe richtig viel Spaß im Leben. Ach, du trinkst auch nicht, oder was? Nee, ich bin auch nicht. Also nicht Ach mehr. krass. Ach krass, Seit okay, alles letztem klar. Oktober nicht mehr. Cool. Cool, Ich super denke auch gut. nicht. Und das können wir uns zusammentun und dann, wir Ja. machen einfach ein eigenes Business-Dinner. Ja, voll. Und da gibt es dann ein gutes Stück Gemüse. Also ein sehr gutes Aber Stück bitte, Gemüse. bitte Sehr kein gutes, aber wirklich auch. Kohlrabi, kein Ja. Kohl, kein Brokkoli, Oh Gott, kein Ost. Jetzt kommst du Riss. wieder Ich kenne mit deiner nichts. Liste. Ich Oh. gebe eine Liste durch, was es alles nicht geben darf. Aber ein gutes Stück Aubergine wäre gut. Und Gute, dazu ein schöne, Wasser. richtig schöne, glückliche Aubergine vom Bauern nebenan. Vom Oh ja. Frisch gefangen, die Aubergine von Urs. Aber Jetzt habe ich wieder. Oh nein. ich finde, dass, also ich finde, es stimmt voll, was du gerade gesagt hast, dass, also erstens, dass es voll viel Ansehen hat und zweitens, das, was Urs gesagt hat, finde ich auch voll wichtig, dass man merkt, das ist natürlich, und das ist auch ein Teil, den ich ein bisschen kritisiert habe, dass es super leicht ist, sich als über SUV-Fahrer aufzuregen, weil halt der Verzicht der eigene quasi nicht vorhanden ist. Also ich meine, mir fällt es auch sehr leicht, auf ein SUV zu verzichten, aus diversen Gründen. Genauso wie es mir leicht fällt, nicht First Class nach keine Ahnung wohin zu fliegen. Es ist halt einfach leichter zu sagen, die Schuld auf die anderen zu schieben, wenn wir alle irgendwie auch Teil des Problems sind. Und ich schließe mich da komplett mit ein. Ich sage jetzt gar nicht, dass ich irgendwie, ne, der Heilige Gral so bin, aber ich finde so ein bisschen diese, also was generell verloren geht, ist so diese Eigenverantwortung. Wir suchen immer Schuldige. Sei es jetzt irgendwelche VerschwörungstheoretikerInnen, die dann sagen, ja, guck mal hier, die sind schuld, die haben das gemacht, eigentlich ist das der Plan von denen gewesen, oder es sind irgendwelche PolitikerInnen, die was falsch gemacht haben, oder es war irgendein VeranstalterInnen oder so. Es ist immer irgendwie, und ich sage damit nicht, dass wir an allem schuld, was schief auf dieser Welt, aber es ist doch am einfachsten, effektivsten, wenn man bei sich selber anfängt und trotzdem noch sich gegen den Scheiß ausspricht, der auf der Welt passiert.
Ja. Genau. Groß, was ich noch sagen wollte zu deiner Aussage von vorhin, wegen der Bubble und vegan, ja, ist so, ganz ehrlich, mir ist es sogar recht, wenn das Thema vegan quasi gar nicht mehr so das große Alleinstellungsmerkmal-Thema ist, sondern einfach als selbstverständlich erachtet wird. Weißt du, ich gehe voll gerne in den Supermarkt und mir ist es scheißegal, was ich mir dann kaufe für ein Duschgel, Hauptsache, das ist halt vegan, weißt du? Und wenn es jetzt auch noch aus Meeresplastik ist und BPA-frei und so, dann freue ich mich aber, wenn das Label vegan einfach der Normalstandard wird, ja, und wir gar nicht mehr darüber diskutieren müssen, dass es vegan ist, dann ist es für mich cool. Und dann einfach draufstehen müsste eigentlich nur noch als Label. Nicht vegan, Achtung, genau. Ist genau. Nicht vegan. Ja, ohne Zweifel ist das voll gut, weil das hat nämlich auch den, genau wie das mit der CO2-Kennzeichnung hoffentlich auch ist in Zukunft, dass es einfach draufsteht als Standard, wenn du das Produkt kaufst, hast du halt den und den CO2-Ausstoß damit erzielt und ich finde das einfach nur legitim, dass man quasi jetzt mal das rum, ich will nicht immer in der Bubble sein eben, sondern mir ist total, wie die Gesellschaft jetzt die andere Seite sieht quasi und sieht, dass es halt leider nicht normal ist, nicht vegan zu sein, dann ist das, finde ich, so der spannende Standard, vielleicht kommt das ja mal. Ja. Ich finde halt so, wie es in manchen Läden, auch mit so Salaten und was weiß ich, gibt es ja dann zum Beispiel schon, dass die Basis einfach immer vegan ist und wer will, sich dann halt noch on top irgendwie Fleisch oder irgendwas nehmen kann, aber dass man immer davon ausgeht, die Grundbasis ist einfach vegan so, es schadet möglichst wenigen Menschen, da ist alles drin, was du eigentlich brauchst und dann, jetzt mache ich super überlebt, Fleisch und so alles dann so ultra besteuern. Kann man nicht so einfach machen, I know, weil hat auch damit dann zu tun, Menschen, die nicht so reich sind, die irgendwie arm sind, aber trotzdem, den verwehrst du das einfach so, ist es eigentlich unfair. Eine Lösung muss man da finden, weil das kann eigentlich nicht sein, dass das dann alles noch so subventioniert ist, andersrum sogar, dass die eben Geld geschenkt bekommen und wenn Milchbauern zu viel Milch produzieren, dass dann irgendwie denen das dann abgekauft wird und so, das ist so krass. Und das Absurde ist ja an der ganzen Sache, ist wirklich, man subventioniert die eigene Zerstörung des Klimas, ne? Also es ist wirklich so, hey, ja, kein Problem, unser Klima geht kaputt, das ist nicht schlimm, wir investieren nochmal eine halbe Milliarde, um das Klima noch weiter zu zerstören. Warum? Warum? Ja, weil, da mache ich mich vielleicht auch unbeliebt, weil vielleicht Leute dabei sind, die irgendwie Family irgendwo haben, die Bäuerinnen, Bauern oder so sind, die irgendwie in dem Bereich tätig sind, aber weil gesagt wird, weil davon ausgegangen wird, hey, die waren einmal Milchbauern und dann müssen die das für immer sein und die haben ein Recht darauf und wenn die sagen, hey, wir haben gerade unsere Preise gehen runter, dann müssen wir die halt unterstützen, so weil es halt, ja, so funktioniert irgendwie unser System, dass man die irgendwie unterstützt. Und sie zu einem Auberginenbauern machen. Auberginenbauern, ich kaufe euch die Auberginen ab. Milchbauern, die meisten Milchbauern haben nicht wirklich was davon, dass sie Milch verkaufen. Also den meisten Milchbauern geht es ziemlich schlecht. Also ich will die jetzt nicht, oh, die armen Milchbauern jetzt so in Schutz nehmen. Ich meine nur, die an genau, was hält man dabei seinen Job fest? Daran, dass man immer wieder mit Milchpreisen das verarscht ist ganz viel, wird? Das ist ganz viel ja auch, weil halt Tradition und so, weil man halt im Kopf hat, was gehört dazu, die Pyramide, unten tierische Produkte, Milch, Fleisch und so. Und vielleicht einfach mal wirklich ganz doof neu denken, out of the box. Ja. Vielleicht brauchen die einfach ein paar hippe BWLerInnen, die zu denen hinfahren und denen ein paar Präsentationen zeigen und denen mal aufzeigen, wie viele andere Möglichkeiten es da draußen gibt. Also, das oder wir führen einfach endlich mal das bedingungslose Grundeinkommen ein, dass zumindest Leute keine Angst mehr haben, ihren Job aufzugeben. Oh, jetzt aber. Riesenthema. Ja, ist so, ich weiß, aber Entschuldigung, das ist ein Cliffhanger. Folge. Cliffhanger für die übernächste Folge. Aber ich finde, was nämlich immer noch geschrieben habe, damit können wir dann rausgehen und teasen. Jemand hat gesagt, wenn wir auf jeden Fall diese Business-Dinner machen mit vegan und ohne Alkohol und so, dann haben sich schon ein paar angemeldet. Ich glaube, da gibt es viele, die kommen wollen. Weil was echt, ich glaube, muss ich jetzt so draußen irgendwo gesehen habe. Ja, du kannst dabben, genau. Was ich, glaube ich, nämlich noch nie draußen gesehen habe, was ich gegessen habe, Risotto vegan ohne Wein. Also auch wenn es vegan ist, dann ist es immer Weißwein. Ja. Ich sage, ich will das einfach nicht. Und das, wir haben es auch gemacht, das schmeckt super gut. Deswegen, alle da draußen, die vegan Risotto machen wollen, es geht auch ohne Weißwein, es geht auch ohne Wein. Und ich hoffe, dass es irgendwann normal ist, dass wir in ein fancy Restaurant können, wir vier oder noch möglichst viele andere und vegan. Henry will nämlich auch veganes Risotto essen, ohne Weißwein. Ja! Sehr gut. Dann, ich glaube, da sind wir am Ende und dann müssen wir
Leider auch, mein Essen ist jetzt auch fertig. Ich hoffe, euers hat auch geschmeckt, außer Joscha, deine Banane. Cool. Die Banane war sehr lecker und ich muss, ich freue mich. Das war es auch für mich jetzt, für den Rest der Woche. Vielen Dank auf jeden Fall auch, Fabian, dass du mit dabei warst. Ja. Ach, gar kein Ding. Ich habe auch gerade gemerkt, ich habe einfach alles so unterbewusst einfach aufgegessen die ganze Zeit. Aber und man isst, wenn man nicht so schnell isst, ist eigentlich voll gut. Und man schwimmt nicht so, wenn man immer wieder zwischendurch ein bisschen redet. Also wir tun euch einen Gefallen hier drin und wir tun euch daheim vielleicht einen Gefallen. Vielleicht habt ihr auch dadurch besser mit uns zusammen schön langsam gemütlich essen können. Vielleicht wart ihr nicht allein daheim und habt allein gegessen. Deswegen Grüße gehen raus, wie immer, aus Hamburg, Köln und Berlin an ganz Deutschland, Österreich, Schweiz oder wo auch immer ihr seid, die Deutsch sprechen. Macht euch einen schönen Abend und das letzte Wort, die letzten Worte von Felix, Ayosha und Fabian. Ich muss wieder noch einmal so machen. Cool. Ich soll jetzt nicht direkt ausmachen, das wollte ich noch fragen. Nee. Wollt ihr noch was sagen? Also tschüss, ich freue mich, dass alle dabei waren und wünsche euch noch einen schönen Abend. Grüße gehen raus. Tschüss. Grüße gehen raus.